dass wir etwas einlösen können, was vor der Pause schon seine Schatten voraus warf, sozusagen. Hier ist er nämlich, Tietje van Meerendorff! Schön, wir können darüber den Nachspann laufen lassen, ich weiß das, aber es ging ja noch um meine letzte Improvisation, das kann es also nicht gewesen sein. Barbara, du spielst mit in der Szene. Darf ich meine Sachen anlassen? Ja. Was für eine Szene könnte man da wohl spielen? Ich würde sagen, Barbara, Tietje ist dein Gatte und natürlich. Du hast ihn gerade so vorgefunden. Wo? Bei uns zu Hause oder wie? Bei dir zu Hause. Okay. Ich würde sagen, du kommst rein und... Da ist er, Tietje, dein geliebter Gatte. Und zwar, wenn wir das Ganze mit dem A bis Z-Spiel spielen. Also das Ganze muss nach dem Alphabet, der erste Satz muss mit A beginnen, der zweite mit B und so weiter, bis ihr beim Z seid. Wir freuen uns auf diese schöne kleine Eheszene. Super. Ach du! Bert? Komische Situation, ne? Das kann man wohl sagen. Es ist nicht so, wie du denkst. Findest du das nicht ein bisschen seltsam? Geht. Hast du öfter solche Anwandlungen? Im Jahr so 2-3 Mal. Um Gott! Des Willen! Kannst du dir die Geschichte mal anhören? Also, ich muss einem Kollegen helfen. Lass das, bitte. Lass das. Mein Chef braucht eine Frau für ein Arbeitsessen, da hat er mich gefragt. Na, und warum fragt er mich dann nicht mich, so wie er das sonst immer macht? Oberweite ist nicht groß genug. Pass mal auf! Pass mal auf! Pass mal auf, was du sagst. Körbchengröße ist entscheidend. Kuhkörbchen! Kuhkörbchen. Richtig. Sag mal, Pink steht dir nicht besonders. Trachtenmode war noch nie so meine Stärke. Und wo geht ihr hin heute Abend? Vielleicht ins Maxim? Das. Was? Ins Maxim? Da ist er sonst mit mir immer hingegangen. Extremsituation beschwörst du ja jetzt hier rauf. Yami Kukirai hieß der Japaner, wo wir sehr häufig auch noch waren. Zusammen können wir ja auch hingehen. Komm, ich nehme dich einfach mit. Also. Oh.